8. Juni 2019. Der Bezirksverband Mittelrhein feiert 100 Jahre AWO. Und viele feiern mit. 100 Jahre AWO. Das geht nur mit euch. Mit den Mitgliedern und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Werte der AWO tagtäglich leben. Ohne euch wäre die AWO nichts. Ihr seid das Salz in der Suppe. Und auch die Landesregierung lässt grüßen. Sie verkörpern mit Ihrer Fachlichkeit, mit Ihrer Empathie, mit Ihr Engagement, finde ich, in einer ganz besonders sympathischen Art und Weise den Sozialstaat und auch diesen Teil der Gesellschaft. 100 Jahre AWO, ein Grund zu feiern, aber auch ein Grund, auf gemeinsame Werte zu schauen. Werte wie Toleranz, Solidarität, aber auch Gleichheit. Ungleiche Lebensverhältnisse, Ungleichheit ist der Sprengstoff unserer Zeit. Wenn Familien mit zwei Einkommen Wohnen nicht mehr bezahlen können, dann merken wir, es ist in der Mitte der Gesellschaft, dass das ins Rutschen geraten. Und hier wird dann der Wert der Solidarität praktisch. Und ich glaube, das ist ein ganz verbindender Wert mit der AWO heute. Und deswegen sage ich danke für die gute Zusammenarbeit. Jahre Arbeit für die Schwachen in der Gesellschaft. Eine lange Zeit mit Rückschlägen und Herausforderungen, unterm Strich aber ein Riesenerfolg. Was ist die Botschaft für die Zukunft aus 100 Jahren AWO? Offen bleiben für Veränderungen, für den Mut zur Erneuerung der Strukturen, ohne eben die Werte der AWO zu vergessen. Die ersten 100 Jahre waren sicher gute Jahre, aber es geht mit Sicherheit weiter und der Elan der ersten 100 Jahre ist doch längst noch nicht weg. Wir bekennen uns zu unseren Werten, wir bekennen uns zu unserer Vergangenheit und daraus haben wir gelernt, dass wir weitermachen müssen, um für die Menschen da zu sein. Die AWO, damals wie heute, es sind die Menschen, die sie ausmachen, die vielen Haupt- und Ehrenamtlichen, die sich mit Engagement und Können und mit viel Herz für andere einsetzen. Warum ich das mache? Ich mache das, weil tatsächlich dieser Arbeitsbereich unbezahlbar ist. Die Klienten geben einem so viel Dank und so viel Freude zurück, das ist unbezahlbar. Der AWO wünsche ich, dass wir uns weiterhin engagieren in dieser Gesellschaft, dass wir dafür sorgen und dafür kämpfen, dass wir weiterhin eine offene Gesellschaft haben, dass wir eine demokratische Gesellschaft haben. Dass es weiterhin sehr viele engagierte, motivierte Menschen gibt, die für die Werte da sind, die dafür arbeiten. Ich wünsche unserem Ortsverein einfach, dass wir die Power, die wir jetzt gerade an Mitgliedern gewinnen, auch wirklich auf die Straße bekommen und da was Gutes draus machen können. Ein Wunsch, der alle verbindet zum 100. Und auch AWO-Gründerin Marie Juchatsch scheint an diesem Tag sehr zufrieden. Ich bin stolz auf euch. Und auf das, was ihr aus meinen Ideen gemacht habt. Also macht weiter so. Arbeitet weiter für das, was uns wichtig ist. Aber arbeitet nicht nur, hört ihr? Ich glaube, heute, da solltet ihr es mal richtig krachen lassen. Na, wenn sogar die Gründerin sagt, 100 Jahre AWO, die Feier im Bezirksverband Mittelrhein.